Also ich habe hier Talento Smart C25 von Gräßlin. Das ist eine Schaltuhr, die man mit einer App konfigurieren kann für auf eine DIN-Schiene. Ich kann sie hier von Hand bedienen. Dann kann man die beiden Kanäle von Hand schalten. Bluetooth aktivieren und mit dem Menü. Aber eigentlich kann man alles über die App machen. Kann man die Uhr zuerst suchen. Dann kann man hier natürlich auch die Uhr direkt schalten. Dann kann man die Uhr benennen, wenn man verschiedene Uhren hat zum Beispiel. Zum Beispiel ein Licht außen. Die weitere Einstellung ist Sprach. Dann kennt sie dank GPS kennt sie Sonnen- Aufgang und Untergang. Zeitzone 24 oder 12 Stunden. Sommerzeit, Winterzeit, Umschaltung. Und wer ist der erste Tag für die Woche soll sein. Wichtig ist, dass man am Schluss sicher alles mit einem PIN setzt, sonst kann jeder, der die App hat, konfigurieren. Dann kann man wirklich sehr schnell ein Programm erstellen. Macht das ja ganz einfach. Dem Reiseunidatum 8 bis 5 von Montag bis Freitag. Ist vorkonfiguriert Montag bis Freitag, Kanal 1, 1.800. Dann ist wichtig, dass man hier das Plus speichern drückt. Dann kann man auch noch eine 2. Zeit konfigurieren, nämlich aus Montag bis Freitag, Kanal 1, 17.00. Okay. Und dann ganz speichern. Kommt die Zimmerfassung 1.800 aus 17.00. Man kann auch noch das Programm benennen. Wochen. Wochenplan. Zum Beispiel. Prioritäten kann man verschieden ein, damit zum Beispiel der Viertag höher priorisiert ist als Standardwoche. Gut, dann ist eigentlich hier so ein Standort schon konfiguriert. Wir müssen uns die grafische Darstellung anschauen. Dann sehen wir die Blöcke. Montag bis Freitag, 8 bis 5. Orange ist Sonnenaufgang. Grün ist aktuelle Zeit. Blau ist Sonnenuntergang. Wir können dann noch filtern, ob wir noch Kanal 1 sehen oder noch Kanal 2. Oder welches Jahr, das wir sehen, welcher Zeitraum. Dann ist das soweit gemacht. Dann müssen wir es noch auf die Uhr übertragen. Wir
zur Schaltuhr übermitteln. Gut, das war's. Dann sehen wir hier, dass die Einstellung auf dem Tablet und die Einstellung auf der Uhr den gleichen Sinn als aktuell ist.